Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Kreuzhebe-Tutorial. Ihr habt es euch ja gewünscht, ne? Back to Basic. Also wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln des Kraftsports und geben euch den einen oder anderen Tipp, wie ihr Grundübungen besser ausführen könnt, damit ihr schlussendlich bessere Ergebnisse im Gym erreicht. Und ja, wir fangen heute mal an mit dem Kreuzheben. Zunächst einmal, wenn du denkst, du kannst das Kreuzheben zu 100% richtig ausführen, dann jetzt nicht wegschalten, denn vielleicht können wir euch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, den du vorher nicht kanntest. Man lernt ja bekanntermaßen nie wirklich aus. Also, welche Muskeln werden beansprucht? Wir haben einmal den Beinbeuger, den Gluteus und den Rückenstrecker. Der Rücken ist auch natürlich mit beteiligt, also der Latissimus, aber nur stabilisierend. Er führt nun mal keine Hauptfunktion aus und dementsprechend kann man nicht sagen, dass man jetzt das Kreuzheben ausführen muss, um einen richtig breiten Rücken zu bekommen, sondern dafür gibt es bessere Übungen. Übrigens, wenn du dich für die Hauptfunktion der Muskulatur interessierst und natürlich alles andere, was mit dem Training zu tun hat, dann hol dir das Trainingspedia. Dort ist natürlich alles für dich perfekt zusammengefasst, erklärt. Perfekt für Weihnachten, oder? Als Geschenk auch. Also, let's go. Fangen wir mal an. Kreuzheben. Dafür braucht man erstmal eine Stange. Wir machen übrigens das Conventional Kreuzheben, das ganz normale Kreuzheben. Man kann auch Sumo Kreuzheben. Ne? Sumo, breite Beine, normal, enge Beine. Wie breit stehen wir? Wir stehen tendenziell schulterbreit. Man kann auch ein bisschen enger stehen, man kann auch ein bisschen breiter stehen, aber an sich schulterbreit bis hüftbreit, das sollte in der Regel passen. Das Zweite, worauf man achten muss, ist, dass man ungefähr in der Startposition die Hantel über dem Midfoot hat. Das heißt, ihr müsst einfach euren Fuß halbieren. Ich gehe mal so zur Seite, ne? Die Hälfte vom Fuß nehmen, ne? Das wäre ungefähr hier. Und die Hantel muss direkt drüber schauen. Warum machen wir das Ganze? Dafür muss die liebe Kamerafrau einmal nach rechts gehen. Ja? Denn der zweite Step ist, nachdem wir eben über der Hantel sind, die Schienbeine an die Hantel zu bringen, ohne die Hantel zu bewegen. Aber warum machen wir das? Nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen. Und zwar, dadurch setzen wir die Hüfthöhe. Wenn ich nämlich in der Position, ja, die Hüfte noch weiter runterbringen will, was passiert? Die Hantel wandert weiter nach vorne. Wir sind nicht mehr beim Midfoot. Warum ist es überhaupt ein Problem? Das Problem dabei ist, dass man dann einen Squat macht. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hantel versucht so hoch zu heben, dann macht man eher einen Squat, also eine Kniebeuge. Man hat sehr viel Oberschenkelmuskelaktivierung, weniger Beinbeuger, weniger Glut. Man verliert sehr viel Spannung, denn häufig, wenn es richtig schwer wird, passiert Folgendes. Ihr seid hier, die Hüfte schießt hoch, die Hantel bewegt sich gar nicht und dann bewegt sich die Hantel. Wenn du das hast, dieses Problem, dann achte darauf, nicht zu weit mit den Schienbeinen die Hantel nach vorne zu schieben, ja, und die Hüfte nicht zu tief fallen zu lassen. Das ist so ein allgemeiner Tipp, den ich dir geben kann. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man zum Beispiel hier startet, viel zu nah an der Stange, dann macht man ein gestrecktes Kreuzheben. Man nimmt eigentlich die ganze Beteiligung aus dem Oberschenkelmuskel, kann man auch machen, ist aber eine andere Übung. Ja, hat weniger Rückenbeteiligung, Latbeteiligung zum Beispiel, weniger Oberschenkelmuskelbeteiligung, habe ich eben gesagt, und andere Sachen, aber wir wollen hier das ganz normale Conventional Kreuzheben besprechen. Und da muss man eben darauf achten, dass die Hüfte weder zu hoch ist noch zu tief. Und wie kann man das gewährleisten? Indem man genau über Midfoot startet, die Schienbeine ranschiebt und dann einfach nur noch runter geht. Dann passt das. Dann ist die Hüfte zu 99% korrekt. Bei dem einen oder anderen, der anatomisch sehr komisch gebaut ist, stimmt das nicht. Aber da muss man halt ein bisschen gucken, dich am besten aufnehmen und schauen, ob die Bewegung ja auch wirklich so aussieht. Das heißt, der Rücken praktisch nach oben geht, ja, das heißt, die Hüfte reingeht, eine Hüftstreckung stattfindet und nicht vorher irgendwie der Hintern nach hinten geht oder sonstiges. Dann weißt du ungefähr, dass die Hüftposition passt. Ich glaube, das hat man jetzt verstanden. Das Zweite, worauf wir achten müssen dann, ne, nachdem wir uns in die richtige Position begeben haben, dass die Arme bzw. die Hände, ja doch, das sind die Arme, durchgestreckt sind. Also am besten den Trizeps anspannen und auch relativ eng greifen. Man kann auch breiter greifen. Nur dann macht man einen Deficit Deadlift praktisch, nennt sich aber Snatch Grip Deadlift. Wer die Übungen sehen will, der soll es mal googeln. Auf jeden Fall ist die Range of Motion dadurch natürlich höher. Ne? Also hier muss ich ja viel weiter runter gehen als hier. Ne? Hier kann ich ein bisschen höher starten. Ich würde euch empfehlen, wirklich so eng wie möglich zu greifen. Direkt praktisch neben den Beinchen. Man kann auch in den Beinchen greifen, aber dann haben wir ein Sumo-Kreuzheben. Okay, das nächste, worauf wir achten müssen, ist, dass wir ordentlich Latzspannung bekommen. Wie bekommen wir das hin? Dazu machen wir erstmal einen Shrug, ne, Schulter hoch und einen Anti-Shrug, das heißt, die Schulter geht runter. Und dadurch, werdet ihr merken, ist der Lat auf einmal richtig, richtig auf Spannung.
Und genau das wollen wir auch machen, bevor wir ziehen. Also wir gehen unter die Hantel. Ne? Hantel ist über den Midfoot, bewegt sich nicht. Schienbeine an die Hantel, Arme sind durchgestreckt. Ja? Dann schiebe ich die Schultern erstmal hoch, damit ich überhaupt weiß, wo die Schultern jetzt hin müssen. Okay. Jetzt ein Anti-Shrug in die Richtung und dann ziehe ich. Man kann auch sich vielleicht merken, dass die Schulter zur Tasche gezogen werden muss. Ne? Also nicht zusammenziehen, nicht sowas machen. Dann hat man automatisch ein Hohlkreuz. Nicht gut. Sondern die Schulter runterziehen, ja, dass der Lat richtig on fire ist. Und dann hat man nicht nur mehr Leistung, sondern man ist auch verletzungsunanfälliger. Und im Endeffekt muss man dann nur noch die Beweglichkeit haben, den Rücken gerade zu lassen und die Hüfte reinzuziehen. Ne? Ich mache es mal kurz vor. Knie natürlich nicht nach innen, ne, sondern schön nach außen. Arme durchgestreckt, im Idealfall auch symmetrisch greifen. Lat anspannen, on fire und ziehen. Bam. Die Hantel bleibt jederzeit direkt am Körper. Warum das Ganze? Je weiter weg die Hantel ist, je weiter die Hantel weg ist, desto größer ist der Hebel auf dem unteren Rücken. Das heißt, wenn die Hantel hier ist, dann habt ihr so einen Hebelarm, also von der Hüfte bis zum Arm, so einen Abstand. Ja? Und dieser Hebelarm sorgt einfach dafür, dass euer Rücken extrem stark belastet wird. Wenn aber die Hantel hier ist, dann habt ihr den Hebelarm praktisch minimiert. Ja, also weniger, also von hier bis da ist so ein Abstand, weniger kriegt man es halt einfach nicht hin. Also minimiere den Hebelarm, wenn du die Verletzungsgefahr reduzieren willst und mehr Gewicht schaffen möchtest. Und deswegen muss die Hantel immer schön, ne, an den Beinchen langgezogen werden. Und wenn die Schienbeine bluten, dann weißt du, du hast es richtig gemacht. Danach muss man natürlich auf die Feinheiten achten, wie den Kopf nicht überstrecken. Ne? Also wenn ich jetzt ziehe, dann schaue ich zum Beispiel auf den Punkt, weil dann weiß ich ja praktisch, dass mein Kopf gerade ist. Und wenn ich hochkomme, schaue ich aber in den Spiegel oder nach vorne. Wenn ich aber jetzt nach oben schaue, ja, dann ist die Halswirbelsäule in einer nicht so optimalen Position. Das hat jetzt nichts mit Performance-Optimierung zu tun oder Muskelaufbau, sondern wenn du keine Verspannungen im Nacken haben möchtest oder dich verletzen willst, da solltest du schon darauf achten, dass das eine Linie bildet. Ne? Also Rücken und Kopf und Hals, besser gesagt, ne, bilden eine Linie. Der obere Rücken, ne, der obere Rücken, nicht der untere Rücken, kann ruhig ein bisschen einkrümmen, wenn du ein Profi-Powerlifter bist oder sonstiges, weil dort, wie gesagt, kein Hebelarm herrscht, weil die Hantel ja direkt über dem oberen Rücken ist, ne? Also über dem Schultergelenk. Und dementsprechend ist ein Rundrücken im oberen Rücken nicht so tragisch, wobei man da auch natürlich im Idealfall wirklich einen geraden Rücken hat. Okay, was sind die Unterschiede nochmal zum Sumo-Kreuzheben? Sumo-Kreuzheben ist viel mehr Oberschenkelbelastung, ne? Rumänisches Kreuzheben ist viel mehr Glut und ja, eigentlich Blutbelastung, nicht obwohl Glut, Hamstringbelastung, Beinburgerbelastung. Und ja, Freunde, ihr merkt's, nach dem Training ist das Reden nicht mehr so geschmeidig wie sonst. Ich bin auch fertig. Ich würde sagen, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Back-to-Basic-Videos, Tutorials, Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen, Freunde. Ihr wisst, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Engagement, Engagement, Engagement. Und ja, frohe Weihnachten. Wie gesagt, das perfekte Weihnachtsgeschenk, Trainingspedia. Und damit würde ich sagen, haben wir alles gesagt? Fehlt was? Ah, ihr habt es vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ciao, ciao.